Kramaric für immer in Hoffenheim? Vize-Weltmeister André Kramaric bleibt der TSG Hoffenheim möglicherweise sogar bis zum Karriereende halten. Ich bin glücklich hier und will für diesen Club weiter Tore schießen und vorbereiten. Ich hätte nichts dagegen, meine Karriere hier bei euch zu beenden, sagte der Stürmer. Der Vertrag des Kroaten bei den Kraichgauern läuft noch bis 2022. Kramaric, der seit 2016 für die Hoffenheimer aufläuft, ist mit 49 Toren Rekordtorschütze der TSG in der Bundesliga. Pogba will mit Real Madrid verhandeln. Paul Pogba macht sich offenbar intensiv Gedanken um einen Abschied von Manchester United. Wie die englische Times berichtet, hat der Weltmeister darum gebeten, in Verhandlungen mit Real Madrid treten zu dürfen. Pogbas Vertrag läuft noch bis 2021. Die Ablösesumme würde sich um die 116 Millionen Euro bewegen. Pogba ist allerdings nicht nur in Spanien begehrt, sondern auch in Italien. Die Tutto Sport berichtet am Freitag auf der Titelseite, dass sich Ex-Club Juventus Turin eine Rückkehr vorstellen könne. Bei Manchester United selbst geht man derweil von einem Verbleib aus. Trapp offenbar bei Rom im Gespräch. Eintracht Frankfurt droht der Verlust von Kevin Trapp. Der von Paris Saint-Germain ausgeliehene Torwart ist laut italienischen Medien beim Serie A-Top-Club AS Rom im Gespräch. Sowohl die Roma als auch Frankfurt kämpfen noch um die Qualifikation der Champions League. Gelingt diese, würden die Chancen der Hessen auf eine feste Verpflichtung Trapps sicherlich ansteigen.